Hintergrund. Ja, dann möchte ich euch ganz herzlich begrüßen zum Plenum der Jusos Frankfurt. Heute zum Thema Drogenpolitik. Ich habe mich ja eben schon kurz vorgestellt. Ich würde sagen, Max, du übernimmst es selbst und mich gar nicht mehr zu geben. Okay. Ja, hallo und schönen guten Abend. Ich bin Maximilian Plenert. Ich arbeite für den Deutschen Hanfverband. Und in dieser Funktion bin ich heute auch hier. Also ich mache noch in anderen Bereichen ein wenig Politik. Und ich wurde gebeten, ein bisschen was zu erzählen zum Thema Cannabis-Legalisierung, zum Thema Drogenpolitik. Ich habe jetzt meinen Vortrag auch darauf mal zurechtgebastelt. Und ja, ich würde einfach mal anfangen. Hier ist, also wenn zwischendrin irgendwelche Fragen sind, einfach melden. Ich nehme dann dran, sobald ich meinen Satz und Gedanken beendet habe. Und am Ende haben wir noch mal ein bisschen Zeit auf die Diskussion. Ja. Was man hier sieht, auf meiner Startfolie sind auch so unsere Logos und unsere Statements, was wir so fordern. Wir fordern als Hanfverband eine Legalisierung aus Vernunft. Wir sagen Schluss mit Krimi, also die Kriminalisierung bei Cannabis beenden und einfach eine gewisse Normalität auch wiederherstellen. Gerade bei Cannabis sieht man doch, dass das eigentlich jetzt eine gar nicht so potente Substanz ist, aber in manchen Bereichen doch relativ hysterisch auch darüber gesprochen wird und das behandelt wird. Das wollen wir halt nicht. Und wir sagen auch, für Cannabiskonsumenten ist heutzutage die schlimmste Nebenwirkung an ihrem Cannabiskonsum ist die Strafverfolgung. Bei allen gesundheitlichen Risiken, die es zweifelsfrei gibt, ist in Deutschland das meiste Problem, dass man als Cannabiskonsument hat, das mit der Polizei. Und das ist eigentlich auch ziemlich absurdes Theater, wenn der Staat selbst mehr Probleme mit seiner Politik schafft als die Droge selbst. Zum Aufbau meines Vortrages. Ich werde am Anfang den Deutschen Hanfverband noch mal kurz vorstellen, um einfach zu erzählen, was wir da so den ganzen Tag lang treiben. Danach gibt es eine kurze Bilanz der globalen Cannabis-Verbotspolitik und besonders auch allgemein Drogenverbotspolitik. Da unterscheiden sich die Substanzen nicht sonderlich. Dann werde ich kurz etwas erwähnen, dass wir auch ein Drogenpolitikproblem haben. Also einfach ein Phänomen, was wir gerade im Bereich Cannabis auch immer wieder erleben, dass auch die Politik einfach ziemlich mies ist, die da läuft, also rein vom fachlichen Niveau her. Da werde ich nochmal einen Rundumschlag wagen und damit viele Parteien hier fett wegbekommen. Dann kurz Legalisierung. Was bedeutet das überhaupt? Also das ist immer so ein Schlagwort, das gerne in den Raum geschmissen wird von unterschiedlichsten Fraktionen, sehr unterschiedlich interpretiert wird. Die einen reden dann von der Drogenfreigabe und dass man dann irgendwann demnächst Crack auf Schulhöfen kaufen kann. Andere sprechen von einer Regulierung, weil wir derzeit einen unkontrollierten Schwarzmarkt haben. Das werde ich dann nochmal ausführen. Und dann werde ich auch nochmal kurz beschreiben, welche Effekte eine Legalisierung hätte, welche Vorteile sie hätte, welche Nachteile sie hätte. Und ja, dann hoffe ich, dass ich so ein grobes Bild von dem vermittelt haben, was wir politisch so vertreten, mit welchen Argumenten wir es so vertreten. Genau, und dann können wir noch ein wenig diskutieren bei einzelnen Punkten. Ganz zu Beginn will ich auch noch mal kurz Drogenpolitik definieren. Also welchen Sinn und Zweck hat eigentlich Drogenpolitik? Meine persönliche Definition ist die, dass man versuchen soll, als im Bereich der Drogenpolitik, dass man alle Probleme, die es wegen oder mit Drogen gibt, versuchen soll zu mindern, ohne selbst neue Probleme zu schaffen. Das ist eine Definition, die gerade auf die Drogenpolitik sehr gut passt, weil wir werden sehen, dass die heutige Politik versucht, gewisse Probleme zu lösen oder zu mindern, aber selbst eine ganze Menge Nebenwirkungen hat und deswegen schlechte Politik wäre nach dieser Definition. Und auch die Vorschläge, die ich hier äußern werde, werden nur den Anspruch haben, Probleme zu mindern. Alle Probleme, die es mit und wegen Drogen gibt, zu lösen, ist meiner Ansicht nach ein vollkommenes Ding der Unmöglichkeit. Seit es die Menschheit gibt, wurden Drogen konsumiert und haben Menschen auch Probleme damit gehabt. Und solange die Menschheit existieren wird in uns bekannten Formen, wird das auch passieren. Vollkommen egal, welche Substanzen gerade konkret legal sind. Deswegen, man kann gewisse Probleme mindern, man kann versuchen, sich nicht selbst Probleme zusätzlich zu schaffen. Wer den Königsweg sucht im Bereich Drogenpolitik, der kann gerne mal bei Scientology fragen oder bei der CSU. Die haben da sicherlich gewisse Vorstellungen, dass wir einfach eine rauschfreie Gesellschaft machen, weil der Rausch ja des Teufels ist. Und das ist halt nicht ganz so realistisch, aber die behaupten, einen Königsweg gefunden zu haben. Ich behaupte, es gibt ihn gar nicht erst. Was auch ein zweiter Punkt ist, den ich als Vorbemerkung voranschicken möchte, ist die Frage,
Es geht zwar heute Abend primär um Cannabis, aber da könnte man jetzt auch noch erstmal viel drüber reden, wenn wir allgemein über Drogen reden. Was sind denn überhaupt Drogen? Gibt es gute Drogen, schlechte Drogen, natürliche Drogen, synthetische Drogen, weiche Drogen, harte Drogen? Und um einfach mal darzustellen, wie seltsam unsere derzeitige Einteilung in Drogen ist und warum und wie man Drogen denn vielleicht mal wirklich bewerten könnte, wenn man das dann möchte, möchte ich kurz eine Studie vorstellen von Professor David Nutt. Der war Vorsitzender des obersten Beratungsgremiums zum Thema Drogen der britischen Regierung. Und er hat mal versucht, hat gesagt, naja gut, liebe Politik, wenn ihr Drogen unterschiedlich klassifizieren wollt, braucht ihr einen objektiven Maßstab. Und ich versuche euch mal einen objektiven Maßstab zu liefern. Er hat dann über unterschiedliche Parameter, also das ist auch seine erste Studie gewesen, die 2007 rausgekommen ist. Inzwischen gibt es da auch eine Folgestudie und er hat das nochmal sehr viel genauer gemacht, aber die Studie ist noch so einfach, dass man sie auch hier präsentieren kann. Also er hat hier einfach neue Parameter sich rausgesucht, welche akuten Schäden man so hat, welche chronischen Schäden man hat, wie stark körperliche Abhängigkeit ist, wie hoch Gesundheitskosten sind und hat das, weil das alles Dinge sind oder meistens Dinge sind, die man nicht im Labor messen kann. Also ich bin zwar von Haus aus Physiker, deswegen habe ich eigentlich großen Spaß daran, mir ein Labor zurechtzumachen und dann kann man Sachen sehr, sehr, sehr präzise messen. Ein Großteil der Punkte, die hier stehen, kann man im Labor nicht messen. Auch Tierversuche sind, gerade was Bereich Abhängigkeit und solche Sachen angeht, auch höchst, muss man mit höchster Vorsicht betrachten, weil der Homo sapiens ist nicht mit der Laborratte zu vergleichen. Wir haben so Sachen wie soziale Interaktion, wir haben Verfügbarkeit von Substanzen. Auch dazu könnte ich später noch eine Anekdote erzählen, wenn es dann ums Drogenpolitikproblem geht. Deswegen hat er einfach Experten befragt. Also er hat dann geschaut, okay, welche Psychiater gibt es, die die Qualifikation haben, naja, Drogenabhängigkeit zu behandeln, welche Streetworker gibt es, welche Pharmakologen gibt es und hat diese Leute befragt mit unterschiedlichen Methoden und die Quintessenz war eigentlich, dass er aus den Leuten herauskisten wollte und er hat so jeden Parameter, gebt mir mal einen Wert von 0 bis 3 an, wie stark das denn zutrifft. Wenn man das für unterschiedliche Substanzen dann mal macht und aufsummiert, also die Skala geht im Prinzip gerade von 0 bis 9, weil da nochmal die Kategorien gemittelt wurden und nochmal aufsummiert und dann kam dieses Ergebnis dabei raus. Kurz zu den Substanzen, ich hoffe, die meisten Leute können es lesen. Es geht oben mit Heroin und Kokain los. Das dritte sind klassische Schlafmittel, die eigentlich gar nicht mehr so gebräuchlich sind. Methadon, als was man als Substitutionsmittel einsetzt. Alkohol, Ketamin, das ist ein Narkosemittel. Benzodiazepane, das sind so Antidepressiva wie Valium. Amphetamine, Speed, Tabak. Das zehnte ist auch noch ein Substitutionsmittel. Dann kommt hier Cannabis, Lösungsmittel. Etwas selteneres Amphetamin, LSD, wer 15 den Namen nicht direkt kennt, das ist Ritalin, was ja auch durchaus, naja, außerhalb des medizinischen Rahmens eingesetzt wird, Steroide, GHB und Ecstasy, er meint damit speziell MDMA. Und das ist das Ranking, was er rausbekommen hat. Was fällt daran auf? Also ich denke, eine der augenscheinlichsten Sachen ist, dass die Droge Alkohol sehr weit oben gerankt ist, also relativ nah am Heroin dran ist schon. Auch Tabak sich relativ weit oben befindet und Cannabis erst nochmal deutlich drunter kommt und im Prinzip eine ganze Palette an Substanzen ist, die sich vom Ranking her eigentlich kaum was geben. Insbesondere auch Sachen wie LSD und Ecstasy, die man jetzt aus dem Bauch raus vermutlich nicht so weit hier unten vermutet hätte. Wenn man sich dann die Studie mal auch en Detail anschaut, merkt man allerdings, das macht schon Sinn, weil es einfach viele Dinge gibt, wo Alkohol relativ hohe Werte hat. Mit Alkohol kann man sich akut sehr, sehr massiv schädigen. Ein chronischer Alkoholkonsum ist auch schädlich. Im Prinzip ist ein chronischer Alkoholkonsum auch deutlich schädlicher als zum Beispiel der Konsum von reinem Heroin, also was man ja auch beobachtet hat hier in der Frankfurter Heroinstudie. Alkohol ist ein Ganzkörpertoxin, was den Körper nach und nach vergiftet, während reine Opiate im Prinzip mit nicht derartig verheerende Wirkung an. Darf ich kurz was fragen? Ja. Also laut diesem Ranking ist Ecstasy und LSD
nicht so schlimm wie der Rest, ja? Also nicht so schlimm wie alles, was drüber steht. Verstehe ich das richtig, ja? Ja, also das soll im Prinzip aussagen, dass die befragten Experten in Großbritannien der Meinung sind, dass die Substanzen hier oben weitaus mehr Potenzial haben und auch konkrete Schäden anrichten, als diese Substanzen hier unten. Weil beispielsweise auch ein relativ großer Teil der Substanz hier unten auch im Prinzip nur relativ wenig Abhängigkeitspotenzial haben. Wenn man sehen will, wohin Abhängigkeitspotenzial führen kann, ist gerade beim Beispiel Alkohol, hatten wir das ja jüngst in der Presse, Amy Winehouse, die sich mit der massiven Alkoholüberdosierung umgebracht hat, wo es auch der Faktor war, dass sie beispielsweise relativ häufig konsumiert hat, wieder Abstinenz wurde, da sich ihre Toleranzen entsprechend ausgebildet und zurückgebildet haben und man dann relativ große Probleme bekommt, wenn man seine übliche Menge konsumiert. Oder es gab ja auch die Theorie, dass Winehouse gestorben wäre, weil sie gerade abstinent war. Das ist auch ein Phänomen, was aus dem klinischen Bereich bekannt ist. Also wenn man einen starken Alkoholiker hat und den von heute auf morgen trocken legt, dann kann das im Zweifel tödlich wirken. Und also das ist durchaus ein Entzug, der bemerkenswert stark ist, also selbst bei Heroin. Heroinentzug ist sicherlich nichts, was sonderlich viel Spaß macht, aber er ist auf keinen Fall lebensbedrohlich. Während man bei Alkohol, also einem Alkoholiker spontan trocken zu legen, ist grob fahrlässig. Deswegen war das auch im Kontext von Winehouse im Gespräch gestanden. Das ist, wie gesagt, auch eine Studie, die so ein bisschen älter ist. Es gibt die aktuellere. Ich empfehle, diese Studien sind auch frei zugänglich. Empfehle ich sehr, die sich mal anzuschauen, um das nochmal im Detail zu verstehen. Worum es ja ursprünglich ging, war die Frage, naja, die Politik braucht vielleicht einen objektiven Maßstab, um Substanzen zu bewerten und um zu schauen, ob denn die Drogenpolitik heute dem halbwegs gerecht wird, habe ich hier mal farblich eingeblendet den Legalitätsstatus der einzelnen Substanzen. Ich habe hier grün, sind Substanzen, die im Prinzip verkäuflich sind, zumindest für jeden, der mal 18 Jahre alt ist. Ich habe hier im grauen Bereich Substanzen, die primär medizinisch verwendet werden, also eingeschränkt verfügbar sind. Schwarz sind die Substanzen, die in Deutschland oder auch fast auf der ganzen Welt illegal verboten sind. Und wie man erkennt, erkennt man kein Muster. Also unabhängig davon, was man von einzelnen Werten jetzt halten mag, ist doch zu erkennen, dass diese objektive oder halbwegs objektive Bewertung sich in der aktuellen Drogenpolitik auf keinen Fall wiederfindet. Deswegen soll einfach nochmal zeigen, dass unsere Drogenpolitik heute sich relativ wenig um das kümmert, was die Wissenschaft sagt, was Pharmakologen sagen, was Psychotherapeuten sagen, sondern man im Prinzip bei den meisten Substanzen mal eine ganze Historie sich anschauen muss, warum sie denn gerade diesen Legalitätsstatus haben oder nicht. Mein Alkohol war zwischendrin auch mal verboten. Was dabei rausgekommen ist, wissen wir in den USA oder auch in den skandinavischen Ländern und bei anderen Substanzen. Wir mal schauen, ob sich dabei etwas ändert. Eine Frage. Ist Cannabis nicht auch zu medizinischen Zwecken legal? Leider nicht. Also, oder wenn, dann nur ein ganz, ganz klein wenig. Also es ist jetzt die letzten 1 bis 1,5 Jahre immer mal wieder durch die Presse gegeistert, hier schwarz-gelb gibt Hasch, also ist medizinfrei. Wenn man sich anschaut, was die Bundesregierung da beschlossen hat und wie sie sonst agiert, dann war gerade die letzte Änderung, die da groß in der Presse war, ein Quantensprung, aber ein Quantensprung im physikalisch korrekten Sinne, und zwar die denkbar physikalisch möglichst kleine Änderung, die man sich irgendwie vorstellen kann. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist, dass cannabishaltige Fertigarzneimittel verschrieben werden dürfen. Davon ist gerade zugelassen exakt 1. Und das war's. Selbst alle Leute, die zum Beispiel auch Cannabisblüten gerne beziehen würden, weil sie zum Beispiel aus den Niederlanden bezahlen dafür enorme Preise, müssen Sondergenehmigungen beantragen. Leute, die sich das nicht leisten können, sagen können, hier, ich hätte gerne eine Erlaubnis, mir selbst mein Cannabis anzubauen, weil das ist dann eine Möglichkeit, mir das zu finanzieren. Also wenn man aus den Niederlanden importiert, kostet das so bis zu 15 Euro das Gramm, was halt gerade für Menschen, die chronisch krank sind, kaum zu finanzieren ist. Und die Leute, die das zum Beispiel selbst anbauen wollen, haben jetzt schon regelmäßig, haben schon mehrere Prozesse bis vor das Bundesverfassungsgericht geführt. Das letzte Urteil von dem Oberlandesgericht wurde auch wieder gesagt, eigentlich darf die Regierung das nicht verbieten, eigentlich muss sie eine Genehmigung erteilen.
Aber die Bundesregierung hat gesagt, nein, da gehen wir noch mal in Revision. Und das zieht sich schon viele Jahre hin. Also insofern ist es praktisch leider kaum verfügbar, Cannabis Blüten zu bekommen. Dieses fertige Arzneimittel ist für wenige Leute, die MS haben, verfügbar. Das wird dann auch Gott sei Dank von der Krankenkasse in dem speziellen Bereich erstattet. Aber ansonsten mauert die Bundesregierung dann noch und nöcher. Man könnte, also das Paradoxe an, ist, um einfach nochmal klar zu machen, wie wenig Änderungen sie zugelassen haben. Man könnte der FDP jetzt unter eine gewisse Nähe zur Pharmaindustrie unterstellen. Und man könnte ja unterstellen, naja gut, jetzt haben sie extra ein Fertigarzneimittel nur zugelassen, also etwas, was eine Pharmafirma herstellen muss. Aber dann wäre eigentlich der nächste logische Schritt gewesen, dass sie auch erlauben, dass deutsche Pharmafirmen das herstellen dürfen. Aber nicht mal so weit haben sie das Betäubungsmittelgesetz geändert. Also dieses Medikament darf, kann dann aus dem Ausland importiert werden, aber es darf nicht mal in Deutschland hergestellt werden, was eigentlich vollkommen absurd ist. Also ich meine, deutsche Firmen könnten im Prinzip Heroin herstellen, aber was Cannabis angeht, sind die komplett restriktiv. Also selbst die Änderung, die sie gemacht haben im Betäubungsmittelgesetz, ist auch, also normalerweise werden halt ganze Substanzen in unterschiedliche Kategorien eingeteilt, ob man mit ihnen umgehen kann oder auch nicht. Und selbst da haben sie jetzt explizit gesagt, naja, Cannabis darf verschrieben werden, aber auch nur in dieser ganz speziellen Form, was es bei allen anderen Drogen, die da auch aufgeführt sind, gar nicht gibt. Also dass da noch eine zusätzliche Zweckbestimmung nochmal zusätzlich festgeschrieben wird, also das ist schon ziemlich absurdes Theater. Insofern, ja, Cannabis hat ein hohes therapeutisches Potenzial, in Ländern, also zum Beispiel in Kalifornien, wird das auch problemlos verschrieben, ohne dass jetzt irgendwie die Welt untergegangen wäre. Aber in Deutschland ist es ein unglaublich harter Kampf. Und die Bundesregierung tut hier selbst mal chronisch kranke Menschen, schwer kranke Menschen schon seit Jahren nötigen, hier einen Prozess nach dem anderen zu führen oder halt die, nur die Möglichkeit den Leuten geben, sehr teures Cannabis aus den Niederlanden zu importieren. Was ist MS? Multiple Sklerosis. Und wer da relativ schwere Spastiken hat, der kann dann, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, das verschrieben bekommen. Aber es ist halt nur diese eine winzige Indikation, was halt doch relativ wenig Leute betrifft, wenn man sich anschaut, wie hoch das therapeutische Potenzial ist bei relativ vielen Erkrankungen. Also da stehen AIDS- und Krebserkrankungen dazu, dass es zum Beispiel der Appetit steigernd ist, relativ viele Sorten von unterschiedlichen Entzündungskrankheiten oder chronischen Schmerzen, also was weiß ich, unterschiedlich Reizdarmsyndrom. Also es gibt eine riesige Palette, wo Cannabis für wenige Leute ein sehr gutes Therapeutikum ist, aber da mauert die Bundesregierung, leider mauern da auch teilweise die Ärzte. Also ich kenne einen Fall von einer Frau, die hat von ihrer Ärztin dann Cortison massenweise verschrieben bekommen. Und wenn sie Schmerzen haben, dann kriegen sie Opiate. Aber Cannabis? Nee, Drogen verschreibe ich nicht. Aber das Morphium hat sie problemlos verschrieben bekommen. Also, weil das noch etwas schräg. Wer dazu mehr Informationen haben möchte, kann ich nur empfehlen, denn die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin, die hat eine sehr gute Homepage, die haben auch ein sehr schönes Magazin, so 12 Seiten, wo einfach alles zusammengefasst wird, was so wichtig ist zum Thema. Das kann ich nur raten für jeden, der sich mit dem Thema mal beschäftigen möchte oder mal ein bisschen drinblättern möchte, einfach auf der Homepage sich das mal anzuschauen. Auch bei genug anderen Substanzen gibt es ein therapeutisches Potenzial. LSD, Ecstasy, Zauberpilze, das sind immer wieder auch Substanzen, die von Psychologen eingesetzt werden, bei posttraumatischem Stresssyndrom und ähnlichen Sachen und die da auch einen therapeutischen Wert haben, aber in Deutschland auch nur mit Sondergenehmigung Forschung betrieben werden darf, aber ein klinischer Einsatz eigentlich nicht möglich ist. So, also, soviel zu den Vorbemerkungen. Ich komme kurz zum Deutschen Hanfverband. Wer ist das eigentlich? Was machen die denn eigentlich? Der Deutsche Hanfverband, den gibt es jetzt grob seit 10 Jahren. Wir sind die einzige Lobbyorganisation in Deutschland, die ganz explizit für progressive Drogenpolitik steht. Bei uns mit dem Schwerpunkt auf Cannabis, Cannabis als Genussmittel, aber auch Cannabis als Medizin, Cannabis als Rohstoff. Ich persönlich bedauere es eigentlich, dass wir uns um den Bereich Cannabis als Medizin überhaupt kümmern müssen. Also das die restriktive Drogengesetzgebung, was zu Genusszwecken angeht, halt auch Menschen mit in Mitleidenschaft zieht, die das aus rein medizinischen Zwecken nutzen wollen. Das ist eigentlich ziemlich traurig, dass das in einen Topf geschmissen wird, aber so ist es halt. Wir finanzieren uns über Firmen und Privatsponsoren, also das sind relativ viele Leute einfach, die sagen, hey, ich hätte gerne eine andere Drogenpolitik, gerade im Bereich Cannabis, und deswegen sind sie bei uns Mitglied geworden. Wir haben nur 3 Mitarbeiter, also wir sind doch ein recht kleiner Verband, aber haben auch eine ganze Menge schon an öffentlichkeitswirksamen
Aktionen betrieben, dazu komme ich gleich. Obwohl wir natürlich den Schwerpunkt Cannabis haben, sind sowohl mein Chef als auch meine einer durchaus auch der Meinung, dass das vieles, was man im Bereich Cannabis sagen kann, auch für andere Drogen gilt. Und so haben wir auch das Motto des Schildower Kreises, was so das Professorennetzwerk für eine Legalisierung ist, auch mit übernommen. Drogenprohibition gescheitert, teuer, schädlich. Ich werde auch im Fortfolgenden auch das nochmal ein bisschen erläutern und das nicht allein auf Cannabis beschränken. Also unser Firmenmotto mehr oder weniger ist Legalisierung, wir machen das für Sie. Es ist relativ traurig, dass Leute, die für eine andere Cannabis-Politik sich einsetzen möchten, sich teilweise nicht trauen und deswegen für manche Leute das sogar ein bequemes Vehikel ist, dass man bei uns einfach Mitglied werden kann und sie selbst im Hintergrund bleiben können. Wo wir das sehr stark gemerkt haben, weil bei unserer Petition Cannabiskonsumenten entkriminalisieren, was ja auch von den Jusos mit beworben wurde. Das war eine Petition, die im Prinzip vor 11 Monaten ging die online. Sie wurde heute auch im Petitionsausschuss behandelt. Da ich den ganzen Tag im Zug saß, weiß ich noch nicht exakt, was bei rausgekommen ist. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Petitionsausschuss sind da die Erwartungen relativ niedrig. Es ist trotzdem eine der größten Mobilisierungen für eine andere Cannabispolitik der letzten Jahre gewesen. Aber auch hier hatten wir das Phänomen, dass sich Menschen nicht getraut haben, diese Petition zu unterschreiben, weil sie Angst hatten bei der nächsten Polizeikontrolle. Blink, 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 das ist ein Handfreund und deswegen Repressionen abbekommen. Also ich persönlich fand ich das unglaublich erschreckend und traurig, dass wir inzwischen so weit sind, dass die Menschen Angst haben, in gewissen Bereichen ihre politische Meinung zu äußern. Und unabhängig, was man von dieser konkreten Meinung hält und ob man sie teilt oder nicht, ist es eigentlich ziemlich erschreckend, dass bei so einer harmlosen Forderung Menschen Angst haben, deswegen Repressionen zu erleiden. Was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel eine Mnet-Umfrage zusammen mit anderen Organisationen, weil wir wollten auch mal wissen, wie sieht es denn eigentlich aus, wie ist denn so die Meinung in der Bevölkerung, weil in den USA wird das regelmäßig gemacht, und da wird das von den großen Meinungsumfrageinstituten regelmäßig mit abgefragt, wie viele andere Themen. In Deutschland gibt es das leider nicht, deswegen haben wir das beauftragt, eine repräsentative Studie durchzuführen. Die Erkenntnis war, es gibt in keiner Bevölkerungsgruppe, vollkommen egal, welche Parameter man anlegt, eine Mehrheit für den Status quo oder eine Verschärfung. Ein Großteil der Leute ist für mindestens mal eine Entkriminalisierung. Ich glaube, 20% waren es, die sofort für eine Cannabis-Legalisierung werden, also für eine Gleichstellung mit Tabak und Alkohol. Und das geht auch querbeet. Also das, egal, ob das jetzt Baden-Württemberger waren, ob Mann, Frau, Jung, Alt, Präferenzen, was sie so wählen, unabhängig. Aber diese Politik findet eigentlich relativ wenig Unterstützung. Bis zum Extremfall in Berlin, wo das Thema ja auch im letzten Wahlkampf durchaus vorkam, sind sogar 40% der Menschen, die da befragt wurden, für eine komplette Cannabis-Legalisierung. Insofern war es auch ein bisschen verwunderlich, dass Renate Künast da versucht hat, sich von diesem Thema zu distanzieren. Wenn sie nicht mehr als 40% hätte bekommen wollen, hätte sie auch Legalized auf der Hanfparade rufen können und hätte Zustimmung bekommen. Wenn man sich die Politik auch anschaut, ist es durchaus spannend zu sehen, dass das ein Bereich ist, wo die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich, ja, macht mal langsam, entkriminalisiert mal, Verfolgung, wissen wir jetzt nicht, was das bringen soll, dass eine Ansicht ist, die sehr mehrheitsfähig ist, während die Politik sich seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich nicht bewegt. Was wir auch darstellen, ist Repressionsopfer, also dass wir Fälle von Menschen, die Repression erleiden mussten aufgrund von Hanfbesitz, von vermeintlichem Hanfbesitz, aufgrund des Besitzes von Hanföl, also das, was man im Supermarkt, also beim Bio-Supermarkt kaufen kann, gab es auch Leute, die in Bayern, also da ticken die Uhren ja eh nochmal ein bisschen anders, Repression erlitten haben, oder einfach Menschen, die berichten, wie sie angeschwärzt wurden von irgendeinem Kollegen und was für ein Gefühl es ist, wenn man aufgrund einer Aussage eines anderen ausschließlich eine Hausdurchsuchung bekommt und eine Handvoll wildfremder Männer mal sein komplettes Zimmer auseinandernehmen, um dann doch nichts zu finden. Also das sind einfach Sachen, wo wir nochmal darstellen wollen. Es gibt Repressionen in dem Bereich und sie macht keinen Spaß. Was wir gerade ganz aktuell am Laufen haben, das war ein Überraschungserfolg, ist auch gerade in den Medien sogar. Frau Merkel hat eine Aktion gemacht, Fragen Sie die Kanzlerin, wo man Fragen einreichen konnte. Also so wie das Obama schon vorgemacht hat.
Und unsere Frage zum Thema, na Frau Merkel, was halten Sie denn eigentlich davon, den Schwarzmarkt im Bereich Cannabis in einen legalen Markt zu überführen, so mit Jugendschutz und so weiter, ist auch gerade auf Platz 1 aller Fragen. Da bin ich sehr gespannt, was Frau Merkel in den nächsten 2-3 Wochen darauf antworten wird. Gut, ansonsten, da machen wir ganz konventionelle Lobbyarbeit, unterhalten uns dann mit den Grünen Abgeordneten, mit den Linken, mit den Sozialdemokraten, mit den Julis, Jusos etc. Und versuchen auch über unsere Homepage eine gewisse kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen, weil leider gerade die Medien im Bereich Drogen halt doch eher auf Sensation aus sind, auf spektakuläre Fälle und wenig darauf aus sind, darzustellen, dass zum Beispiel Großteil aller Cannabiskonsumenten in Ruhe friedlich vor sich hin konsumieren, ohne irgendein Problem mit sich oder anderen zu haben. Das kurz zum Deutschen Hanfverband. Wer mehr wissen will, kann sich auch diesen Flyer nochmal in Ruhe durchlesen oder mich später nochmal fragen. Wenn wir jetzt zur Bilanz kommen, dessen, was an Drogenpolitik läuft, dann könnte man ja erstmal fragen, was macht eigentlich die Drogenbeauftragte? Sie hat eine ganz großartige Broschüre für Kinder rausgegeben, kann ich nur empfehlen. Sie stellt da auch relativ gut dar, wie sie an das Thema rangeht. Heroin, Online-Sucht, Cannabis, Amphetamine, alles ab in die Tonne. Ende der Debatte. Das beschreibt relativ gut, wie Drogenpolitik gerade läuft. Also sie erklärt das auch noch den ganzen kleinen Kindern, auch noch wie schlimm Rauchen und Alkohol ist. Und das war's dann. Wenn man das ein bisschen von dieser Broschüre wegholt, gilt im Prinzip genau das. Wir haben ein Totalverbot für relativ viele Substanzen. Darüber wird nicht weiter diskutiert. Man kann zwar auch nicht begründen, ob das jetzt wirksam ist oder so, aber das muss halt gemacht werden. Wir geben ein bisschen Geld dann noch aus für Prävention und so ein bisschen was für Therapien. In manchen Kompromissfällen gibt es dann auch so Sachen wie Schadensminderung, dass man so Sachen wie Drogenkonsumräume zulässt oder den Leuten dann, die abhängig sind, ihr Methadon gibt. Aber der Löwenanteil des Geldes, was ausgegeben wird, geht für Repression drauf, also geht dafür raus. Hunderttausende Strafverfahren jedes Jahr gegen Querbeet, gegen Menschen, die mit Drogen Umgang pflegen zu führen, ein Großteil davon sind einfache Konsumenten, ein Großteil davon betrifft auch Cannabis. Wenn man jetzt mal von der schönen Welt der Drogenbeauftragte mit ihrem Bericht, wo sie dann immer so schön ablichten lässt mit vielen netten Projekten, mal eine kritische Bilanz zieht dessen, was die Politik weltweit anrichtet, da fallen mir andere Schlagworte ein. Da fällt mir ein, dass in Afghanistan ein signifikanter Anteil des Bruttoinlandsproduktes über Opiumhandel läuft und das in einem Land, das sonst wenig wirtschaftliche Kapazität hat, 3 Milliarden Euro US-Dollar Profite bringt für Warlords, Taliban etc. Deswegen ist meiner Ansicht nach eigentlich überhaupt gar nicht gelingen kann, in Afghanistan irgendetwas zu erreichen, solange man die Opiumfrage nicht angeht, solange man über Afghanistan redet und das Thema Opium sein lässt. Das wäre wie wenn man über den Irak reden würde und so tun würde, als gäbe es ja kein Erdöl. Was auch noch ist, wir haben in Südamerika teilweise jahrzehntelangen Bürgerkrieg in unterschiedlichsten Formen und Farben. In Brasilien war vor ein paar Monaten auch zu sehen, wie die Armee wirklich in die Slums vordringen musste, um da teilweise Gebiete, in denen gar keine Rechtsstaatlichkeit mehr gegeben war, mit militärischer Gewalt zurückzuerobern. All das sind Dinge, die natürlich nur möglich sind, weil die Drogen viel Geld kriegen. Wir haben in Russland eine riesige Welle an Drogentoten. Das einzige Rezept, was dort auch gemacht wird, ist, die Leute dann auch zwar mit dem kalten Entzug zu therapieren oder ins Arbeitslager zu stecken. So Sachen wie Methadon gibt es dort nicht. Das extremste Beispiel, was es eigentlich gerade gibt, ist der Drogenkrieg in Mexiko. Von dem liest man im Prinzip alle paar Tage in den Zeitungen. Da Zeitungen inzwischen nicht mehr den Anspruch haben, die Welt zu erklären, sondern hauptsächlich einzelne Schlaglichter und einzelne Ereignisse mal zu präsentieren, wird leider wenig darüber berichtet, dass es im Prinzip in der Variante, also wie Mexiko gerade da ist, eigentlich nicht mehr existiert als Staat. Ein Staat, in dem 300 Drogenkriegstote pro Woche, also das ist eine fünfstellige Zahl im Jahr, und das schon seit vielen Jahren vorfallen. Einfach aufgrund der Kriegs, wo wirklich das Militär eingesetzt wird gegen die Kartelle. Polizei spielt eigentlich insofern keine Rolle mehr, weil die Polizei in genug Bereichen entweder gekauft ist oder in manchen Regionen einfach keine Polizei mehr existiert, weil die letzten Polizisten, die da waren, einfach gelünscht wurden oder irgendwann geflüchtet sind oder Asyl in den USA beantragt haben, weil sie einfach um ihr Leben gefürchtet haben.
wenn ein Staat derartig fragmentiert, also auch die legale Wirtschaft immer weiter unterwandert wird, dann kann man eigentlich sagen, Mexiko ist ein Failed State. Mexiko existiert in dieser Form als klassischer Staat eigentlich nicht mehr. Wenn es um die Macht der Kartelle geht, gibt es dann auch häufig diese netten Bilder, wo dann ganze U-Boote bzw. Tauchboote eingesetzt werden. Die setzen, haben inzwischen eigene Panzer, die haben Luftabwehrraketen, wo sozusagen Polizeihubschrauber einfach abgeschossen werden. Also da merkt man wirklich, das ist ein innerstaatlicher Krieg. Der Grund, warum es ihn gibt, ist, Drogen sind verboten, Drogen werfen enorm hohe Profite ab und deswegen können die Kartelle sich das leisten. Ich habe auch noch mal ein paar Schlagworte, ein paar Schlagzahlen noch mal aufgeführt, was dann eigentlich ein Tag heute im Zeitalter der Drogenprohibition bedeutet. Für Deutschland bedeutet das, dass jeden Tag mehr 600 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz von der Polizei gefunden werden. Ein Großteil davon, 450, sind Verstöße durch Konsumenten, also sogenannte allgemeine Delikte. Also das sind nicht irgendwelche großen Drogendealer, die damit kiloweise Heroin geschnappt werden, sondern das sind Menschen, die einfach eine gewisse geringe Menge dabei haben, die nicht schmuggeln, die da keine Bandenkriminalität betreiben. Ein Großteil davon sind Konsumentendelikte. Mehr als die Hälfte davon sind Delikte wegen Cannabis. Und auch hier ist der Löwenanteil, mehr als zwei Drittel sind Delikte gegen Konsumenten. 270 Verstöße jeden Tag aufs Neue. Das produziert natürlich enorme Kosten. Das produziert auch zum Beispiel Telefonüberwachung. Also im Bereich Telefonüberwachung ist die große Straftat, die da immer wieder aufgeführt wird, Betäubungsmitteldelikte. Also der Lauschangriff richtet sich nicht gegen irgendwelche Terroristen oder gegen irgendwelche Großdealer. Diese Telekommunikationsüberwachung geht runter bis auf die Ebene des einzelnen Kiffers. Die Polizei weiß nicht mehr weiter, sie weiß ein paar Kiffer. Und da schmeißen wir mal alle Handynummern, die wir zusammen haben, in einen Pott, gucken, welche Nummer am häufigsten auftaucht, dann machen wir halt mal Telefonüberwachung. Ich habe mal eine Frage von den ganzen Drogen, also den ganzen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, also was da in Delikten wahrgenommen wird. Wie viele werden denn dann weiter verfolgt? Und wie ist denn also der Prozentanteil der Verfahren, die eigentlich wieder eingestellt werden wegen Geringfügigkeit? Der schwankt bundesweit enorm. Da hätte ich jetzt rein aus dem Bauch raus keine gute Antwort, aber das kann ich später gleich nochmal nachschlagen. Ich weiß zumindest, wo es steht. Das gilt auch querbeet durch die Bundesrepublik. In Bayern wird uns einfach relativ viel verfolgt, auch bei geringsten Mengen. Wobei auch alle Verfahren, die sonst wie allgemein eingestellt werden, man eins nie vergessen sollte, ein eingestelltes Verfahren. Also selbst wenn die Staatsanwaltschaft sagt, okay, das waren jetzt nur 2 Gramm, das Verfahren wird eingestellt, ist das kein Freispruch. Menschen, die mal irgendwann mal mit Drogen erwischt wurden, haben ihren Eintrag in der polizeilichen Kriminalakte. Wenn sie 4, 5, 6, 7, je nachdem welchen Bundesland man lebt, gerade in Bayern löschen sie sowas auch nach Ablauf der Fristen gerne mal nicht. Kann es dann auch sein, dass man dann 5 Jahre später gerade einen Umzug macht, Polizeikontrolle gerät, dann steht erstmal hier, das ist ein böser Giftklar, wie es in Bayern heißen, und dann packt man halt sein Umzugauto einfach einmal aus. Wenn ihr irgendwann mal wieder was vorfällt, wird das gefunden. Also insofern ist das alles kein Freispruch. Und was sie inzwischen auch gerne machen, gerade in den südlicheren Bundesländern, wird mit jedem BTM-Delikt wird auch eine Meldung an die Führerscheinstelle gemacht. Also nicht, jemand wurde bekifft im Straßenverkehr erwischt, sondern er wurde hier drin mit einem Gramm erwischt und geht automatisch eine Meldung an die Führerscheinstelle. Und dann ist, je nachdem wie der Sachbearbeiter drauf ist, darf man auf eigene Kosten nachweisen, dass man höchstens ein Gelegenheitskonsument ist und dann bitte mal zum Idiotentest geht und mit selbstfinanzierten Urintest nachweist, dass man auch mal clean sein kann. Was offiziell auch von Polizisten einfach als Ersatzbestrafung so bezeichnet wird, was im Zweifelsfall aber deutlich teurer sein kann als ein paar Sozialstunden oder eine kleine Geldstrafe, weil so ein Führerschein kostet eine ganze Menge Geld, um ihn wieder zu erlangen. Die 20 Ordnungsorte wegen Telefonüberwachung hatte ich. Jeden Tag werden 68 Jahre Haft wegen Betäubungsmitteldelikten verhängt. Also das ist im Prinzip täglich ein Leben, das weggesperrt wird. Es gibt auch Leute, die wegen, hat sich zwar ein bisschen was aufsummiert, aber das letzte Delikt war dann ein Handel mit Cannabis, wofür sie Sicherheitsverwahrung bekommen haben. Was also für mich dann endgültig absurdes Theater ist. Also wenn jemand sonst wie, also Sicherheitsverwahrung kann man sich überlegen, ob man das für irgendwelche Terroristen, für irgendwelche Leute, die Menschen umgebracht haben, wäre Körperverletzung, weiß der Teufel, was man sich alles vorstellen könnte, worüber man diskutieren könnte. Aber weswegen man den Cannabishandel in die Sicherheitsverwahrung gehört, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Zu den Kosten komme ich
später noch mal detaillierter. Die beiden letzten Punkte, also den letzten Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte, sind 3 Hinrichtungen wegen Drogendelikten. Also das häufigste auch Einzeldelikt, weswegen Todesstrafe weltweit verhängt wird, ist Drogenhandel, Drogenbesitz. In manchen Staaten reicht eine gewisse Grundmenge aus, Cannabis, und da wird automatisch Todesstrafe verhängt. Die geistert gelegentlich mal durch die Presse, wenn ein westlicher Tourist davon betroffen ist, aber 3 Hinrichtungen täglich. Und auch nochmal hier die 33 Todesopfer im mexikanischen Drogenkrieg, im Zweifelsfall angekleidet mit einer guten Waffe, Heckler und Koch aus Deutschland. Also bitte beachten beim Thema Rüstungsexport in Zukunft. So. Kurz zur Bilanz dieser Drogenpolitik. Also die Drogenpolitik hat ja den Anspruch, durch dieses Verbot, was möchte ich sie machen? Sie möchte Angebot und Nachfrage reduzieren. Gut, dann schauen wir doch mal, welchen Effekt das hat. Also eine Zahl, die immer wieder gerne genannt wird in der Debatte, deswegen zeige ich es hier nochmal auf, ist, also hier ist aufgetragen, der Konsum, also wie viel Prozent der Bevölkerung im letzten Jahr Cannabis konsumiert haben bei den 15- bis 34-Jährigen. Also klassisch die Gruppe, die man irgendwie vor Cannabis schützen will. Dann sind hier mehrere Staaten der EU aufgeführt. Was fällt auf? Wir haben die Niederlande. Die, wenn man das mal durchmittelt, einen unterdurchschnittlichen Konsum unter jungen Menschen haben. Obwohl jeder, der ab 18 ist in den Niederlanden, im Prinzip beliebig viel Cannabis kaufen könnte, konsumieren könnte. Man könnte jetzt auch relativ viel Spiffenkickerei betreiben und durchanalysieren. Die Quintessenz ist, es gibt keine Korrelation zwischen der Härte der Strafverfolgung in einem Land und der Konsumentenquote. Das ist empirisch nicht feststellbar. Es gibt viele Faktoren, die man hier mit einberechnen kann. Es sind ja auch genug Länder dabei, die relativ ähnlich sind. Also man kann, ich denke mal, Niederlande, Frankreich, Deutschland, das sind Länder, die durchaus relativ ähnlich aufgebaut sind. In Frankreich sind sie richtig krass drauf teilweise. Sehr hoher Konsum. Deutschland ist es immer noch verboten. Haben wir die Deutschen. Haben wir hier. Immer noch überdurchschnittlich. Niederlassen noch mal weniger. Ich will auch nicht behaupten, dass es eine Antikorrelation gibt. Also umso legaler ist, umso weniger Leute konsumieren. Nein, es gibt einfach überhaupt gar keinen Zusammenhang. Die stärkste Korrelation, die ich jemals gefunden habe, bei der Frage, wie viele Leute konsumieren, also das ist im Prinzip nochmal eine ähnliche Grafik, nochmal auf alle Erwachsenen, junge Erwachsene, junge Leute bezogen. Die einzigste Korrelation, die ich jemals gefunden habe, die wirklich sehr stark ist, ist, umso mehr Menschen regelmäßig einen Gottesdienst besuchen, umso weniger Leute konsumieren Cannabis. Das ist eine Zahl, das kann man schön nachweisen. Man hat Staaten wie Frankreich, die relativ säkular sind, hoher Konsum. Wir haben Länder hier drüben, Polen, Malta etc. Niedriger Konsum. Aber das ist schon die einzigste Sache, wo wirklich man so handfest sagen kann, da hängen zwei Faktoren zusammen. Alles andere ist Spülkickerei. Ja, viel mehr war bei Zufall auf, als ich die beiden Grafiken nebeneinander gesehen habe. Also, Quintessenz ist, selbst in einem Land wie den Niederlanden, wo jeder ab 18 vollkommen legal kiffen kann, tun es unterdurchschnittlich viele, und alle anderen Länder der EU geht es querbeet. Ein zweiter Punkt ist, was würde denn passieren? Könnte ich noch ein bisschen Ruhe wieder? Oder wollt ihr? Was wäre denn der zweite Effekt, den man erwarten sollte? Wenn die Polizei Drogendealer festnimmt, wenn sie Drogen beschlagnahmt, was sollte passieren? Der Preis sollte steigen, sagt der einfache Ökonom in mir. Naja, schauen wir uns das mal an. Wir haben hier wieder Zahlen, die sind auch von der also genauso wie die Zahlen davor, sind von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Also jetzt im Prinzip eine ganz normale EU-Agentur, nicht irgendwie der Europäische Handverband, der sich da irgendwas ausgedacht hat, sondern höchst offizielle Zahlen, dass die da statistisch regelmäßig rausgeben. Sie haben dann auch mal sich die Drogenpreise angeschaut für mehrere Substanzen, haben das ja 1999 als 100% genommen, haben das bis 2008 mal laufen lassen und haben sich geguckt, wie verhalten sich denn die Drogenpreise? Im Durchschnitt gesunken. Um 20% gesunken, innerhalb von nicht mal 10 Jahren. Naja, also Wirksamkeit von Beschlagnahmen sieht anders aus. Man geht davon aus, dass die Polizei auch nur 5-10% der Drogen, die auf dem Markt sind, beschlagnahmt. Wenn man Ökonomen fragt, wie viel Prozent Verluste denn bei irgendeinem Wirtschaftszweig denn irgendwann mal ins Gewicht fallen, die sagen einem 5-10%.
Das sind übliche Verluste, das speist jeder Supermarkt locker mal eben schnell weg. Das könnte auch Drogendealer problemlos wegstecken. Wenn wir mal 30%, 40%, 50% hätten, das wären dann Sachen, die den Markt wirklich beeinflussen würden. Aber 5-10%, das sieht doch niemand. Diese Zahlen sind auch nicht nur in der letzten Zeit so. Ich habe jetzt mal Zahlen im BKA-Bericht gefunden, die sich mal die Drogenpreise, die Großhandelspreise für unterschiedliche Drogen angeschaut haben. Und da sieht man beispielsweise, gerade bei hier Heroin und Kokain, da musste man 84 noch 100.000 Euro pro Kilogramm hinlegen. Großhandel, also dann auch relativ gute Qualität. Was für die Preise passiert, die sieht man hier, das sind auch 20, 30, 40.000 Euro, die man hinlegen muss. Was man hier sieht, ist, also obwohl innerhalb dieser Jahrzehnte die Drogenrepression immer weiter hochgefahren wurde, da wurde der War on Drugs begonnen von Nixon, da wurden im Zweifelsfall militärische Interventionen in Südamerika betrieben, etc. Was mit dem Preis passiert, die sind abgeschmiert. Was man hier sieht, ist die Globalisierung der Drogenpolitik, die Globalisierung des Drogenmarktes. Am Anfang, als Europa da noch nicht so drin war, waren die Preise noch relativ hoch und sobald man gemerkt hat, da ist ein Absatzmarkt da, massiv Drogen hier nach Europa gepumpt und der Preis ist gewaltig gefallen. Das einzige Mittel, um diesen Preis wieder hochzutreiben, was vermutlich wirklich wirken würde, wäre, wir machen die Globalisierung rückgängig, wir machen die Häfen wieder dicht, aber gerade in einer, solange wir eine derartig globalisierte Weltwirtschaft haben, wo so viel Waren über den ganzen Globus vertrieben werden, kann man auch die Drogen da problemlos mitlaufen lassen. Ich habe eine Frage. Also das Absenken des Preises hat aber nichts damit zu tun, dass die Nachfrage einfach geringer war und man deswegen die Preise senken musste, damit man besser mehr verkaufen kann. Nee, der Konsum, das kann man ja dann in den Schritt. Also das ist natürlich richtig, also der Preis setzt sich zusammen aus Angebot und Nachfrage. Da man sich ja die Zahlen anschauen konnte, wie viele Menschen konsumieren, auch wenn das die Warenzahlen eher noch höher liegen als das, was in Umfragen bekannt ist. Ist eher gestiegen und es haben auch heute noch nie so viele Menschen weltweit Drogen konsumiert wie jemals in der Geschichte zuvor. Bei Heroin sieht es auch ähnlich aus, wenn man sich anschaut, Heroinpreise in Westeuropa stark am Sinken. Dass man sich so Preise auch mal anguckt, ist insofern besonders relevant, wenn man sich auch anschauen möchte, welche Erfolge oder Misserfolge man zum Beispiel in Afghanistan hat. Vor ein paar Jahren wurde noch gemeldet, hier großer Erfolg. Die Opiumernte geht immer weiter zurück, das ist ein klarer Erfolg unserer westlichen Politik. Wenn man sich dann mal angeschaut hat, wie das so das Preisniveau war, hat man halt gemerkt, dass sie in den Jahren davor so viel produziert haben, dass sie sich ihren eigenen Preis kaputt gemacht haben, während parallel der Weltmarktpreis für Weizen angestiegen ist. Insofern ist es einfache Ökonomie festzustellen, dass natürlich dann Opiumbauern eher mehr Weizen anbauen als noch mehr Opium, bis sich der Preis wieder stabilisiert hat. Mit irgendwelchem Erfolg von irgendwelchen, wir bauen jetzt mal was Alternatives ab und versuchen mit ein bisschen Rosenölproduktion die Opiumernte in Afghanistan ernsthaft zu beeindrucken, ist nicht der Fall. Einfache Ökonomie, produzieren wir zu viel, fällt der Opiumpreis, produzieren wir eher was anderes. Das zu den Fragen, wirkt die Anfrage, also die Nachfragerepression, Reduktion und die Angebotsreduktion? Scheinbar nicht. Was wir auch noch haben, sind direkten Effekt dieser Politik, sind sogenannte unbeabsichtigte Nebenwirkungen, wie sie auch inzwischen offiziell anerkannt werden. Es gibt dann Fälle von Milzbrand plötzlich, die im Heroin auftauchen. Hat irgendwie keinen groß interessiert, war auch nicht groß in den Zeitungen, was relativ erschreckend ist, einfach weil hier auch mehrere Menschen gestorben sind. Also 2-3 Leute in Deutschland, noch viel mehr in Großbritannien. Das hat dann das Robert-Koch-Institut, hat das noch interessiert. Wenn das gleiche Pulver, was der Mensch konsumiert hat, auf irgendeinem Kinderspielplatz gefunden worden wäre, kann sich jeder überlegen, wie dann die Bild-Zeitungsüberschrift ausgesehen hätte. Ne? Hier, Biowaffen-Terror-Alarm in Deutschland. Aber solange nur Drogis das nehmen, ist das ja nicht so schlimm. Wir haben Dinge wie Fly-Marihuana.